Tausende Menschen haben in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires Straßen und Autobahnen blockiert, um gegen Armut und die rasant steigende Inflation zu protestieren. Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände fordern von der Regierung mehr Unterstützung und die Ablehnung der vom IWF geforderten Kürzung der Sozialausgaben. Kurz vor dem Protesttag wurden neue Zahlen veröffentlicht, denen zufolge die Armut in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 auf fast 40% gestiegen ist. Rund 18,6 Millionen Menschen sind nicht in der Lage, ihren Grundbedarf an Lebensmitteln mit ihrem Gehalt zu decken.